Hallo und willkommen zurück hier bei einer neuen Folge von Ghost of Tsushima, liebe Japan-Freunde. Ich stehe jetzt hier kurz vor der Yuna, mit der ich ja zusammen die Hauptquest heute weiterverfolgen möchte und hoffe, dass ich dem Khan da ein bisschen näher komme. Und deswegen reden wir jetzt hier mit der Yuna und schauen mal, wo uns das dann hinführt. Ich war in der Zwischenzeit auch schon ein bisschen unterwegs, habe hier ein bisschen die Karte aufgedeckt, habe allerdings noch ein paar Gebiete, die hier unerforscht sind. Also hier habe ich noch einen ganzen Bereich, der ist noch weiß. Hier habe ich noch ein kleines... Ach nee, das ist eine verfallene Mine. Das ist gar kein Vor oder so ein Gehöft. Und dann habe ich schon mal hier vorbeigeschaut in Izumi und da hieß es aber, das ist vor dieses Gebiet, ja, da stehe ich einer überwältigenden Macht der Feinde gegenüber, deswegen bin ich da alleine nicht reingekommen und deswegen nehme ich an, dass das unser nächstes Ziel sein wird. Jetzt gehe ich mal, ich zoome mal ein bisschen raus, was ich hier noch so habe. Na gut, es ist noch einiges weiß. Ich bin hier so ein bisschen die Küste abgeritten und habe aber noch genug zu tun. So ist es nicht. Aber jetzt quatschen wir mal mit der Yuna. Und schauen mal, wo wir jetzt dann weiter hingehen müssen. Was ist mit den anderen? Sie sind bereit, dir zu folgen. Der Sensei sagte ihnen, du wärst der Einzige auf Tsushima, der den Khan töten kann. Ich kann das nicht allein. Oder ohne Angriffsplan. Er ist im Izumi-Hafen, umgeben von einer Armee. Wir müssen die Schwächen der Verteidigung kennen, wie wir sie umgehen und wo wir den Khan finden. Dazu bräuchten wir die Vogelperspektive. Ich weiß auch schon von wo. Wir haben den Schutz der Nacht, wenn wir jetzt gehen. Aha, wir spähen also zuerst mal das Gebiet aus. Mal gucken, wo wir hier sind. Ach, wir sind schon im Hafen, okay. Das ging ja schnell. Der Izumi-Hafen. Vom Leuchtturm ist die Aussicht besser. Man muss nur hinaufkommen. Ohne gesehen zu werden. Los geht's. So, und wo ist jetzt da der Leuchtturm? Ein Sturm zieht auf. Bei mir zieht ja immer ein Sturm auf und ich bin ja meistens im Gewitter unterwegs hier. So, also da unten müssen wir hin. Näher dich dem Leuchtturm und löse keinen Alarm aus. Ja. Das ist doch eine unserer leichtesten Übungen. Er will zum Festland segeln und ist überfallen, so wie hier. Wenn wir ihn aufhalten wollen, dann jetzt. Also irgendwie habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, die Mongolen wären schon auf dem Festland und der Khan ist jetzt nur ausgeschickt worden hier, um die Insel hier einzunehmen. Okay. Wie die, aus denen ich mein Gift herstelle. Die Mongolen haben sie hier gepflückt. Als Waffe gegen uns. Jo, genau. War der Burg deines Onkels das Richtige? Es war riskant. Doch mein Gift rettete Tausende. Was, wenn noch tausend mehr sterben? Wir müssen den Khan aufhalten, bevor es soweit kommt. Du hast recht. Wir müssen ihn töten. Und zwar bald. Ja, da bin ich ja schon dabei. Wir müssen ja hier erstmal einen Plan zurechtlegen. Ohne Plan wird das nichts, hieß ja. Oh, vorne je, kommen ja. Wir nicht rein, aber wir könnten über die Klippe klettern. Und hinten durchschleichen. Geh voran. Schleiche zum Leuchtturm. Also hinten rum sollen wir. Okay, gut. Ja, das ist aber auch nicht so einfach. Wie viele sind denn das? Das sind, glaube ich, mehr. Ne, es sind bloß zwei, okay. Ah, und jetzt probiere ich mal was. Moment. Haftbombe, genau. Den werfe ich jetzt mit einer Haftbombe von der Klippe. Passt mal auf. Genau, und da kriegt man nämlich eine Trophäe. Hahaha, ha, ha. So, ihr habt das gesehen, wie man diese Trophäe holt. Die hat mir nämlich auch noch gefehlt. So.
War gerade eine günstige Gelegenheit. So. Ach, wir sind noch richtig weit weg. Okay. Weil diese Trophäe heißt nämlich, dass man hier quasi einen Gegner durch Fallschaden töten soll. Und da ist das mit der Bombe hier wohl am einfachsten. Man kann den auch schubsen. Aber das stelle ich mir schwieriger vor. Wisch? Komm, dich hatte keiner gesehen hier. So, dann schleichen wir mal weiter. Sneaky, sneaky. Muss ich jetzt da unten rum oder kann ich da oben rein? Op. Upsi. Upsi. Der macht sich hier vom Acker. Dann gehen wir mal hier unten rum. Schnell ein paar Artefakte eingesammelt. Wo war der jetzt hier? Da vorne. Okay. Also das hier ist echt eine gute Gelegenheit, die Leute hier über die Klippen zu werfen, wenn man diese Trophäe noch braucht. So, was gibt's hier? Ja. Gift, oder? Was ist in all den Fässern? Vorräte? Blumen. Gift. Ein Fass kann leicht Hunderte töten. Ja, dann werft's doch die Klippe runter. Der Khan wird sie gegen das Festland einsetzen. Er darf Tsushima nicht verlassen. Vom Leuchtturm können wir den Izumi-Hafen ausspähen. Direkt hinter dir. Gut. Na, ich wollte die Leiter hier hoch und hier noch schnell was einsammeln. Aber der Khan hat ja sicher, wenn er schon da unten ist, die meisten Fässer mitgenommen. Also wenn wir die hier entsorgen, glaube ich, hilft das nicht viel. Ist nichts mehr. Sieh dir die Wellen an. Ganz flach. So sehen sie vor einem Sturm aus. Der könnte von Vorteil sein. Ich lasse den Leuchtturm vorerst dunkel. So hilft er den Mongolen nicht, wenn der Sturm losgeht. Du kannst ihn wieder anzünden, wenn sie weg sind. Schauen wir uns den Hafen an. Hier drüben. Überlegen wir uns einen Angriffsplan. Da unten. Von hier kann man was gucken. Und was ist da hinten? Ach du meine Güte. Alle möglich strategischen Punkte hier. Das Haus des Hafenmeisters. Bestimmt hat der Khan sich dort eingerichtet. In der Nähe der Kais und seiner Flotte. Ergibt Sinn. Siehst du, wie die Vögel kreisen? Als hätten sie Angst, dass da etwas kommt. Der Sturm. Sie sammeln sich, um Schutz zu suchen. Könnte den Khan ja einfach in den Sturm segeln lassen. Schützen dort platzieren. Dann müssten die Mongolen bergauf kämpfen. Khotun würde uns mit Reitern in die Zange nehmen. So, und hier unten. Ein einziger Mongole in dem Gebiet. Zu offen, nicht zu verteidigen. Aber sehr gut für einen Hinterhalt. Und da ist nochmal ein Aussichtspunkt, Grad oder? Freie Sicht auf die mongolische Flotte. Was wir mit eigenen Hawatschas mit ihren Schiffen machen könnten. Tja, aber einen Plan habe ich jetzt immer noch nicht. Für die Überfahrt zum Festland.
Mit Schiffen voller Männer, Sprengstoff und meinem Gift. Halten wir ihn hier nicht auf, wird das Shogunat fallen. Der Sturm könnte uns zum Sieg verhelfen. Wenn er einsetzt, muss der Khan seine Flotte in die Bucht bringen. Dann schlagen wir zu. Zerstören seine Schiffe und alles an Bord. Dazu brauchen wir mongolische Waffen. Ganz leicht für eine Meisterdiebin. Wir brauchen auch Kämpfer. Ein paar lenken die Mongolen ab. Ich dringe in den Izumi-Hafen ein und töte den Khan. Könnte klappen. Wir sollten uns in Yogaku vorbereiten. So, jetzt haben wir da alles ausgespäht. Ich glaube auch, dass mir dieser Leuchtturm noch fehlt. Ich bin nämlich auch noch ein bisschen rumgeritten, habe Leuchttürme angezündet, aber habe noch nicht alle. Herz des Shito. Mit den Aufzeichnungen und ein neues Geschenk. Geschenke, Geschenke. Wo kriege ich jetzt wieder das Geschenk? Finde ich jetzt wieder nicht, oder? Könnte ich mal hier oben reinlaufen? Vorne, genau. Und da steht auch schon die Yuna. Da können wir dann gleich wieder weitermachen hier. Mal gucken, was wir hier so kriegen. Eine Maske. Und Leinen. Eisen. Seide bräuchte ich, Leute. Seide. Bambus. Ich habe schon alles verbessert. Bis auf eine Rüstung, glaube ich. Ich habe gute Neuigkeiten. Okay, gut. Dann lass mal hören. Wie sehen die Pläne aus? Kenji weiß, wo wir von den Mongolen Watchers stehlen können. Ich breche gleich auf. Ein guter Anfang. Aber wir brauchen mehr Kämpfer. Nein. Mein Onkel will genau wie wir den Khan tot sehen. Er wird sich anschließen. Er wird dich einsperren. Ich schreibe ihm eine Nachricht und lege sie in sein Quartier. In einer Burg voller Samurai. Ich bin weg, bevor sie mich bemerken. Ja. Okay. Jetzt will der da auch noch bei seinem Onkel vorbeigucken. Naja, gut, vielleicht hilft er dann ja doch. So. Hoffentlich liest mein Onkel es. Der kann auch einfach einen Boten vorbeischicken. Ich lasse dich nicht gehen ohne gutes Pferd. Ach nö, jetzt habe ich mich doch schon dran gewöhnt gehabt. Ich kann es nicht zurückholen. Aber gib einem von diesen eine Chance. Jetzt muss ich hier wieder gucken. Ein schwarzes? Oder ein weißes? Hallo? Oder ist das mein alter Klepper hier? Das ist mein alter Klepper. Oder soll ich den nehmen? Das hat mich jetzt schon dran gewöhnt. Das ist ja alles doof hier. Aber der bricht mir noch zusammen hier. Der soll sich ruhig mal ein bisschen ausruhen. Nehme ich das Weiße hier. Das weiße Pferd würde ich in die Gesamt... Ja, das habt ihr beim letzten Mal auch gesagt. Und dann ist es gestorben zwischendurch. Alles ruhig. Alles gut. Ich bin ein Freund. Wie soll das Pferd heißen? Vertrauen, Himmel, Wind. Hatten wir nicht Wind das letzte Mal mit Kage auch? Ich nehme. Schnell wie der Wind. Genau. Diesen Namen wird dein Gefährte dir da. Bist du sicher, ja. Gute Wahl. Okay. Wie gelangst du in die Burg deines Onkels? Ich wuchs dort auf. Ich kenne jeden Geheimgang dieser alten Gemäuer. Selbst damals konnte Fürst Shimura nicht mit mir mithalten.
Gut, wir haben ein neues Pferd und ich soll zur Burg Shimura. Da reiten wir aber jetzt nicht hin, das dauert zu lang. Deswegen, ach du lieber Himmel, wie weit ist denn das? Kann man da schnell hinreisen? Nee, ich gehe mal hier hin. Und wir legen ihm hier eine Nachricht aufs Kopfkissen. So. Lotter, Kaffee. Eigentlich ganz schick, das Pferdchen hier, so in weiß. Ist das schon die Burg da oben? Ah, nee, hier. Ah, okay. Mhm. So, jetzt muss ich durch irgendeinen Geheimgang da rein. Wahrscheinlich mich da wieder reinschleichen. Das sieht da eher aus wie ein Tempel. Da drüben kann man schon mal hochklettern. Jin, warum seid ihr weggelaufen? Ich wollte einen Aal fürs Abendessen fangen. Und wolltet ihr ihn mit bloßen Händen fangen? Ryuzo sagte, ihr verstoßt mich, sobald ihr einen eigenen Sohn habt. Jin, kommt hier. Euer Freund irrt sich. Der Weg kann ein Leben lang dauern. Doch ich gehe ihn mit euch. Immer. Naja, nicht immer, hat man ja gesehen. Aber so hier alles mit Ruhm und Ehre, das geht dann doch über die Familienbande anscheinend. So, genau da hinten haben wir ja gesehen, dass man da hochklettern kann. Bin ich da richtig? Ja, sieht so aus. Genau. Ach, hier ist auch Schnee. Wann beobachten Sie nicht? Ach, da sitzt einer. Der hat mich ja hoffentlich dann nicht gesehen, oder? Kletter als letztes Mal. Seid vorsichtig, Geist. Die Samurai suchen nach euch. Jo, bin ich. Aber der ist wohl auf meiner Seite hier, der... Ups, der Angler hier. Na, was ist denn jetzt hier? Guck mal hoch. Oh. So. Komm ich hier irgendwie rüber? Oh Gott. Oh. Jetzt habe ich schon gedacht, ich stürze hier runter. Bin ja schon oft genug hier irgendwo runtergefallen. Ich glaube, durch irgendwelche Gegner bin ich noch nie gestorben, aber durch die Umgebung hier schon zigmal. Oh Gott. Wenn ich die Wachen angreife, haben die Recht, die mich Monster nennen. Okay, dann schleiche ich mal. So, und wo muss ich jetzt hin? In Onkel Shimuras Quartier. Und wo wäre das? Wo wäre das? Also da sieht es zumindest nach Gras aus, in dem ich mich verstecken kann. Deswegen gehe ich jetzt hier mal lang. Ah, ich könnte aber auch über die Dächer. Könnte ich auch. Ah nee, kann ich nicht. Da sind so Spieße drauf. Na, das ist ja ganz toll. Okay, also ich muss in diese Richtung... Aber der Typ sieht mich doch da sicher, oder?
Ach, und über das Brückchen muss ich auch noch. Oh Gott, sieht mich einer. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, nein, 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 nein. Ich bin versteckt, du siehst mich nicht. Oh Gott, wo ist denn der? Da, okay, gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Ach, nee. Also das ist keine gute Idee hier, wo ich lang schleiche. Obwohl, die anderen gehen da ihre Runde. Genau, da kann ich ja einfach mal hinter denen her. Das sieht doch jetzt gar nicht so schlecht aus hier. Und... wieso geht der Wind da runter? Wo muss ich denn da bitte schön hin? Ah nee, sag bloß, ich muss da oben rauf. Ach du guter Gott, wie komme ich denn da hin? Kann ich da rüber schwimmen? Komme ich da irgendwo hoch? Oh. Oder muss ich da über die Brücke da vorne? Oh, das ist ja ein ätzend weiter Weg. Oh mein Gott. Hm. Ich befürchte, ich muss darüber. Okay. Aber da komme ich ja gar nicht weiter, wenn ich da drüber... Oh, was ist denn das? Nee, jetzt bin ich irgendwie... Ach Gott, jetzt bin ich auch noch reingefallen. Super. Muss ich da vorne hin, wo da dieses Lichtlein ist. Gut, ich schwimme mal. Ich schwimme mal. Oh, das kommt mir ganz schwer dagegen an hier. Weiß nicht, ob das so eine dolle Idee ist, aber... Oh, bevor ich mich da innen durchschleiche. Und über die Brücke da. Weiß jetzt nicht. War das jetzt eine gute Idee? Oh, okay, gut. Das Spiel hat das nicht vorgesehen, dass ich hier mein Ziel schwimmend erreiche. Gut. Dann muss ich wohl doch hier irgendwie... Hier drüber. Da gibt es so einen Baumstamm. Da gucke ich doch mal, ob ich da hochkomme. Ich könnte den Haken unter der Brücke einsetzen. Oder dafür sorgen, dass mich niemand sieht. Haken unter der Brücke? Was? Was meinst du? Lieber Jin. Oh Gott, jetzt falle ich hier noch den Wasserfall runter, oder? So, und jetzt... Ach, bin ich hier nicht schon mal reingegangen? Ja, ich bin doch hier schon mal so heimlich hier rein. Genau. Kann ich hier so... Ah, oh je. Okay. Genau, hier bin ich doch schon mal irgendwie durch. Hier, wie wir die Burg befreit haben. Ah, damals war es aber Tag, oder? Und ich habe mir ja gesehen. Ah. Wie komme ich jetzt hier weiter? Nach unten? Hier quatschen irgendwelche Leute. Oh.
Sondern wir müssen darauf. Gefährlich, gefährlich. So. Jetzt bin ich zumindest schon mal hier oben. Oh, nee. Na, das ist ja toll. Kann ich hier irgendwie hier rumschleichen? Nee, da falle ich wieder runter. Ich muss da durch. Oh, nee. Vielleicht übers Dach hier so? Oh Gott. Oh, meine Güte. Nochmal hier rauf. Vorsichtig. Und. Ah ja, gut. Okay, gut. Ach, da oben hin. Ha, ich komme mir fast vor wie Sekiro hier. Ach, und der Onkel quatscht sich schon wieder rein. So, gut. Hier waren wir auch schon mal, aber das hat das letzte Mal ein bisschen anders ausgesehen. Ich befürchte fast, hier komme ich kaum durch, oder? Der läuft weg. Ah, ich kann da hinten vorbei. Der hält hier irgendwelche tollen Reden, der Onkel. Stärke und Mut, ja. Und Unterlegenheit. Okay. Dann mal schnell hinterher hier ins Gras. Das ist ja schon. Wieso habe ich keinen Boten geschickt? Wieso muss ich da selber rein? Meine Güte. Oh, vielleicht kann ich hier hoch. Sieht doch mal gar nicht schlecht aus. Hätte ich noch Bambus einsammeln können. Oh, das war jetzt unvorsichtig. Onkel, er darf mich nicht sehen. Und wo lege ich dem das jetzt hin? Da oben. Ah, okay. Hier geht eine Leiter rauf, aber das. Ach, der Typ. Geht, dann sneaky hier mal dem Onkel hinterher. Oh, na komm. Ich muss noch eins höher, okay. Uah. Ich da so schnell vorbei, dass der mich nicht sieht. Oh komm. Ich laufe jetzt hier mal schnell vorbei. Oh Gott, Gott, Gott. Ich weiß, ihr seid hier. Nee, du weißt nix. Wir vergeuden hier nur Zeit. Wie komme ich denn da hoch, Mensch? Ah. Sein Quartier ist ganz oben. Jetzt hier. Kann ich hinaufschleichen. Wo kann ich denn da bitte schön hinaufschleichen?
Hier komme ich ja nicht. Hä? Wie kann ich denn darauf schleichen, Leute? Okay, kommen wir mal hier rein. Wo ist eine Leiter? Hä? Also hier ist schon mal keine Leiter nach oben, oder? Doch, da, oder? Nee. Hm. Und irgendwie kann ich da oben hin? Kann ich da... Geh mal hier nach vorne und hüpf mal. Fall dann runter, wahrscheinlich. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Komme ich denn da bitte schön hoch? Okay, muss dann wohl hier rein. Boah, Vorräte, okay. Oh mein Gott, ich sag's euch hier. Immerhin gibt's Vorräte wie Sau und. Die Mongolen wurden beim Granitpass und beim Yogaku-Tempel besiegt. Wir glauben, dass Fürst der Geist hinter beiden steckt. Was wünscht ihr zu tun? Um den Geist kümmern wir uns. Der Befehl des Shogun war eindeutig. Ich kenne seinen Befehl. Die Mongolen. Ei. Natürlich. Was ist denn noch eins höher? Unsere Späher im Norden gegen die Zeit wurden wohl gefasst oder getötet. Noch eins höher. Mein Gott. Ah, aber hier gibt es wenigstens eine Leiter oder sowas. Ach Gott, Leute. Wie komme ich hier rein? Gar nicht. Muss ich übers Dach? Ey, das ist ja das reinste Labyrinth hier. Komm ich da oben irgendwie rein? Okay. Oh, hier gibt's Zeug. Viel Zeug. Immerhin eine kleine Belohnung dafür, dass ich mich hier so abzappel. Ja, geh mal hier runter. Er muss meine Nachricht gut sehen können. Gut, dann hinterlassen wir hier den Brief. Und schon liest er das. Er ist hier! Wachen! Onkel, vergebt mir, dass ich nicht persönlich kam. Die Flotte des Khans liegt in der Nähe von Izumi. Seine Schiffe sind voller Gift, das die Armee des Shogun vernichten würde. Doch wenn der nächste Sturm kommt, werde ich den Khan töten und seine Flotte versenken. Schließt euch mir an. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wenn nicht als Vater und Sohn, dann als Krieger, die verschiedene Wege gehen. Was auch immer ihr von mir haltet. Ich werde immer eure Familie sein. Oh, jetzt ist er da runtergehopst vom Dach. Assassin's Creed mäßig. So, jetzt haben wir also dem Onkel hier Bescheid gegeben, dass wir da den Angriff starten. Und hoffen, dass er sich uns anschließt. Jo, mein armes Pferd ist ganz verdreckt. Aber das hat das Nachteil von weißen Pferden. Die sind immer gleich so dreckig. Am See im tiefen Wald sind wir jetzt. Gut, dann werden wir hier diese Folge beenden. Oh, und ich werde mich jetzt wieder zur Yuna begeben und ihr mal Bericht erstatten, dass ich hier den Onkel kontaktiert habe. Und ob der kommt, weiß man natürlich nicht. Ach je, schon wieder Mongolen. Die will ich hier nicht.
kämpfen. Da vorne sind auch noch welche, mein Gott. Ja, dann beende ich diese Folge für heute und wir schauen mal, ob der Onkel uns anschließt, sich uns anschließt. Ich glaube aber schon, macht er schon, obwohl er ja eigentlich ziemlich stinkig auf uns ist. Ja, dann freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder zuschaut. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!